Hallo meine lieben Sportfreunde auf Maverick TV, mein Name ist Maverick Berlin. Ja, ein Tag vor der WM in Katar. Ne? Dort ist es 50 Grad, Freunde. Ne? Und zurzeit bei uns, schaut euch das mal an. Ne? Schaut euch das mal an, ich mache mal Fenster auf. Und bei uns der erste Schnee, Freunde. Huah! Überkrass. Ja? Überkrass. Ne? Kann man sich schon mal richtig krass kaputt lachen. Ne? WM einfach zu Schneezeit. Ne? Die erste Fußball-WM zu Schneezeit. Ich mache gerade polnische Pierogi. Schaut euch das mal an. Ne? Schön mit Kapusta, mit Sauerkraut und Pilzen. Polnische Rarität, Freunde. Polnische Rarität. Ja? Ich möchte mich in diesem Video an meine Maverick Army wenden und habe kurz paar Zeilen den Hatern was zu sagen. Ja? Zuallererst, Freunde, Mavericks WM Studio. Ja, Mavericks WM Studio, nicht das VIP Gruppenstudio. Das ist für die VIP Member. Deswegen kann ich nur noch sagen, alle Hardcore Maverick Army Supporter, kommt in meine Telegram-Gruppe und trete der VIP-Gruppe bei. Dort wird es abgehen. Mit mir telefonieren, mit mir schreiben, Audios drehen, jedes Spiel live gucken, meine persönlichen Wetten könnt ihr alle einsehen und ihr seid mit mir die ganze WM lang in Kontakt. Mavericks WM-Studio. Folgendermaßen, Freunde, ja, ein paar wichtige Utensilien, ja, wie das Kicker-Sonderheft aus Deutschland, ist bei mir noch nicht angekommen, ja, sehr wichtiger Baustein, Bestandteil für das WM-Studio und wird jetzt noch nicht so nach WM-Studio aussehen, die ersten zwei, drei Tage, aber ich denke schon ab dem Polenspiel gegen Mexiko wird die Stimmung dann auch hier bei mir im Studio schon WM-mäßiger sein. Ne? Ich muss noch ein paar Dinge vorbereiten. Ist halt so. Ne? Schneefall, Transporter kommen nicht rechtzeitig an und so weiter und so fort. Ne? An alle Maverick Army Member, wartet mal, ich mach mal Pierogi hier auf die andere Seite drehen, wie ein Chefkoch. So, an alle Member der Maverick Army. Ne? Sehr, sehr wichtig, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Ne? Euer Support bei der WM. Ne? Seid aktiv, seid dabei. Kommt auf meinen TikTok-Account. Ich werde auf TikTok richtig abgehen. Ne? Torjubelszenen, wenn Polen das 1-0 gegen Argentinien macht, raste ich aus. Da habt ihr mich richtig in Kurzformat. Werde dort sicherlich auch in kurzen Videos, wenn was Besonderes passiert, meinen Senf abgeben. Also auf Maverick 82 Berlin. Maverick 82 Berlin ist mein TikTok. Ja? Kommt auf mein TikTok. Da ist auch heute schon der erste Schneefall zu sehen. So, Freunde. Nochmal. Wir sind über 60 Leute in der VIP-Gruppe. Ja? Ihr habt mich dort exklusiv. Ja? Auf YouTube und auf TikTok. Kommt halt ein bisschen. Ja? Aber das Intensive, 24 Stunden pro Tag, ne, bin ich 90%, 95% in der VIP-Gruppe unterwegs. Deswegen, ab in die Telegram-Gruppe, schaut nochmal Infovideo, schreibt mich an, ich sag euch, was zu tun ist und dann seid ihr schnell nochmal vor der WM Mitglieder in meiner VIP-Gruppe. Danke an die 60 Member, die richtig krass Maverick Army-mäßig sich schon registriert haben und in der VIP-Gruppe schon drin sind und auf morgen warten, ne? Und nochmal ein paar Zeilen an die Hater, ne? Die immer Propaganda hier, die Propaganda-Lauchs, wie ich so schön sage, ne? Freunde, ihr kennt mich mittlerweile seit 10 Jahren, ja? Oder sogar seit mehr, ne? Ich habe immer abgeliefert. Über 14, 15, 16 Millionen Views. Ich hab mich überall behauptet auf der Straße, ne? Berlin, Neukölln, Kreuzberg, Wedding, in Polen, überall. Ne? 2023 kommt mein Kanal, wo ich meine Geschichte erklären werde auf Planet Maverick, wo in Anekdoten mein Leben kommt, verfilmt, ja, richtig Spielberg-mäßig verfilmt. Dort erfahrt ihr alles, ja, alles, was schlechte Menschen mit schlechter Karma mir versucht haben anzutun, um mich zu zerstören, um den Onkel, um den absoluten Wettbutton, um den King, die Nummer 1, zu zerlegen und ihn auf dem Boden bluten zu sehen. Haben sie alles unternommen, aber am Ende des Tages hat nichts genützt.
Ja, sie verbreiten weiterhin Propaganda über mich. Ja, ich habe alle Fakten hier liegen bei mir, ob im Berliner Büro oder hier. Und ich habe alle Beweise, ja, dass alles, was Hater verbreiten, Lügen, Propaganda und mir nur, um mir nur Schlechtes anzutun ist. Ja, das sind sehr schlechte Menschen. Deren Mütter, eigentlich sind das meine Söhne, weil deren Mütter waren alle bei mir drauf. Das wissen die auch. Das wissen die auch. So gesehen müssten sie eigentlich unter die Videos schreiben. Papa, ja, stabiles Video, Daumen hoch, Papa und so. Aber sie verbreiten Lügen, sind halt anonym. Luft, da sind Luft, keine Gegner. Jeder kennt mich, ob ich ausgeteilt habe oder ob ich eingesteckt habe. Meistens habe ich immer eingesteckt, bevor ich ausgeteilt habe. Ja, stand ich auch dazu. Ihr habt mich im Knast gesehen. Ihr habt mich mit Brüchen im Gesicht gesehen. Ihr habt mich gesehen, aber ich stand immer mein Mann und ich werde immer mein Mann stehen. Ich bedanke mich diese ganzen Jahre, ja, bei meiner Maverick Army, bei den echten Supportern, die mich immer unterstützen, die mich immer unterstützen. Bald kommt Merch vom Onkel. Überkrasse T-Shirts. Ich sag euch jetzt schon, überkrasse T-Shirts. Überkrasse Sticker. Es kommen überkrasse Dinge, ja. Und niemals, niemals wird der Boss der Maverick Army, ja, auf die Knie fallen, ja. Auf die Knie falle ich in der polnischen katholischen Kirche, ja, und bete, dass wir gegen Mexiko gewinnen. Aber ich werde niemals vor Lauchs fallen. Niemals. Ich stand immer mein Mann und die Wahrheit kommt raus. Was mir anonym alle versucht haben anzutun, aber am Ende bin ich stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben wie ein Mann. Ich habe meine Familie, was das Wichtigste ist. Ja, das ist das Wichtigste der Welt für mich. Ja, und es rührt mich nicht. Mich rühren Dinge nicht, was Leute sagen, reden, schreiben. Ja, auch meine Ex-Nachbarn in Deutschland. Die größten HS, die größten. Ja, da kommt noch ein Video mit Fakten, wo ich die richtig zerlege. Ja, sehr unloyale Leute, die nah an mir dran waren. Ja, die nah an mir dran waren. Ja, auch vom Freundeskreis, vom so, die am Ende versucht haben, Faxen gegen mich zu machen, aber gegen mich kann man keine Faxen machen. Gegen mich kann man keine Faxen machen, weil ich bin ohne Angst. Ich ziehe Maverick Berlin bis zum Schluss durch. Ich habe gesagt, bis zum bitteren Schluss, bis ich von dieser Welt trete, ja, bis ich von dieser Welt trete, bin ich Maverick Berlin. Das ist keine Spielfigur, das ist keine Schauspielerei, das ist gar nichts. Maverick Berlin ist ein echter Motherfucker. Und der wird auch es bleiben. Für immer. Für immer. Bis das letzte Video kommt und ihr Rest in Peace unter dieses Video schreiben werdet. Die krassen Maverick-Anhänger. Ja, die dann sagen, es ist jetzt vorbei. Dann wird es erst vorbei sein. Ja. Ansonsten immer Maverick Berlin. Immer drauf. Immer am Liefern. Immer versucht, die Jahre lang euch mit meinem Fachwissen zu helfen. Ja. Nie versucht irgendwie, wie die anderen Plastik-YouTuber, irgendwelche Sachen zu verkaufen, irgendwas so. Ich mache bei einer WM eine Gruppe auf, ja, wo ihr mir nicht mal was gibt dafür. Ja. Es wurde erklärt, wie es funktioniert, um in die Gruppe zu kommen. Ja. Und es gehört alles euch sogar. Bedeutet, ich bekomme gar nichts dafür. Ja. Und der Punkt ist, ja, die Echten, die ein bisschen Dankbarkeit zeigen und sagen so, Onkel, du hast so viele Jahre abgeliefert, wir hatten Spaß mit dir, wir haben geweint mit dir, gelacht mit dir und alles mit dir auf diesem Kanal erlebt, ja, die supporten krass, ja, die sind da, die sagen Dankbarkeit, ich komme in die Gruppe vom Onkel oder sonst was, die holen sich ein T-Shirt, die holen sich irgendwas und alle anderen, die nie irgendwie supportet haben, außer Propaganda zu verbreiten, ja, das sind die, ja, die neidisch sind, Die bekommen von ihrer Mutter das Internet bezahlt. Die sind alle neidisch, schreiben nur neidische Dinge, weil sie hässlich sind, keine Frau haben, keine Familie haben, kein gar nichts haben. Ja? Und die sind frustriert und die lassen ihren Frust an mir aus, an mir. Aber an mir prallt Frust vorbei. An mir bleibt Frust so haften, wie diese Fliegen, an der am Kennzeichen bei den Autos, wenn Auto fährt, ja, das sind die Hater. Am Kennzeichen kleben die Hater dann. Das sind die Hater, wenn die mich versuchen anzugreifen, dann kleben die kaputt, ja.
Und so ist das wahre Leben. So ist das wahre Leben. Und ich sage nur so, ich bin sehr dankbar an alle Maverick Army Member, die mich supporten. Danke für Ihren Support. Danke, dass ihr in die Gruppe gekommen seid. Ja, ich hoffe, ein paar von euch kommen noch in die Gruppe und wir werden mit 70, 80 Leuten überkrassen Spaß haben. Ja, und nimmt das nicht für voll, was diese Lauch schreiben. Denn ich werde das alles klarstellen. Alles klarstellen. Und auf Planet Maverick kommt mein Leben. Dann werdet ihr mal erfahren, was alleine dieses Jahr passiert ist. Was alleine dieses Jahr passiert ist. Das ist ein Hollywood-Spielberg-Drama, Hollywood-LA-Movie. Ja? Das kann man sich gar nicht vor Augen halten, dass ein Mann das alles mental und physisch, psychisch alles einstecken kann. Ja? Manchmal denke ich, ich bin aus Metall, wenn ich aus Titan, wenn ich aufstehe. Ja? Das ist unfassbar. Ich grüße meinen Sohn, meine Frau, meine Mutter, meine zwei guten Freunde und ich grüße meine Maverick Army, die immer zu mir steht und die mich immer, der kleine Kern, der mich immer supportet hat. Ich bin sehr dankbar. Ja? Vielen Dank und jetzt erwartet uns ein krasses WM-Studio, ein krasses krasse WM einfach. Krasse WM. Wir werden richtig abgehen. Überall aktiv sein. Onkel ist on point. Ich bedanke mich und kommt in meine VIP-Gruppe. Unten in die Telegram-Gruppe. Schreibt mich an. Ich erkläre euch, wie ihr da reinkommt. In diesem Sinne. Peace out und ratatatata macht die Geldziehmaschine. Yeah.